Herzlich willkommen zu diesem adventlichen, vorweihnachtlichen Spezial von Götterfunken Genuss für Geist und Gaumen. Heute haben wir ein ganz besonderes Tasting für Sie. David, wir haben nichts vorbereitet. Ich sehe auch irgendwie nichts auf deinem Tisch stehen. Keine Gläser, nichts. Da wird wohl einer nicht artig gewesen sein. Wenn wir jetzt das Buch des Weihnachtsmanns hätten, um nachzuschlagen. Ei, sieh mal, David. Vielen Dank, liebe Weihnachtsfrau. Liebe Weihnachtsfrau. Oh ja. Was haben wir denn da? Stehen da alle unsere Sünden drin? Ein schweres Buch. Sollen wir mal reingucken? Lass uns doch mal reinschauen, was da für Sünden drin sind. Das sieht eher nach einem Versteck aus, als nach einem Buch. Und es handelt sich um? Um einen Single Malt Scotch Whisky. Etwas ganz Besonderes für hohe Festtage. Es handelt sich um die Smugglers Edition von Aaron, die zweite, glaube ich. Und wir haben den guten David vor einer Woche auf die Interwhisky nach Frankfurt geschickt. Und dort hat er ein Masterclass-Tasting bei Aaron direkt gemacht, mit absolviert. Und deswegen kannst du uns wahrscheinlich gleich zur Brennerei und zu dieser Edition einiges erzählen. Genau. Aber ich finde, es ist zu schade, die jetzt aufzumachen. Ja, nicht nur, weil die Flasche auch streng limitiert ist und sehr hochpreisig ist und deswegen... Und da ich den Verdacht habe, dass du ein exzellentes Verhältnis zu dieser Weihnachtsfrau hast, vielleicht hat sie ja noch Pröbchen für uns mitgebracht. Das wäre natürlich am optimalsten. Mit vielen Klingeling, Dank. Vielen Dank, liebe Weihnachtsfrau. Erzähl uns doch ein bisschen was, bevor ich zu unserem Götterfunkenpaten was sage über Aaron und diese besondere Edition. Ja, also ich war im Palmengarten in Frankfurt am Main und da findet ja jedes Jahr die Interwhisky statt, eine internationale, sehr, sehr populäre Whisky-Messe. Und da war ich in dem Masterclass-Tasting bei Andy Bell, das ist der Regional Sales Manager von der Brennerei Aaron. Und der hat dort einige schöne Whiskys vorgestellt, unter anderem den streng limitierten The Smugglers Series oder Serie Volume 2, also sprich die zweite von drei Abfüllungen, die die Brennerei rausbringt. Die letzte kam letztes Jahr. Die kam raus. Im September 2015. Jetzt und die kam im Mai 2016 kam die raus. Ist schon ein bisschen was her. Und die nächste kommt dann erst nächstes 17. Jahr, 2017. Okay. Genau. Also drei jeweils in den auffolgenden Jahren. Ja, ja, und da war ich in diesem Tasting und war nicht nur von der Redeart oder von der Redegewandtheit dieses Mannes, Andy Bell, sehr sympathischer Kerl, der auch viel Humor reingebracht hat, fasziniert, sondern auch von diesem Whisky sehr angetan und dachte mir, das wäre ein würdiger Weihnachtswhisky. Das ist er mit Sicherheit auch vom Preis her, denn ja, man kriegt ihn noch, man bekommt ihn allerdings schwer. Aber wenn man Tante Google fragt, findet man ihn auch bei Händlern noch im Netz. Und Händler. Bei einem Händler habe ich ihn noch gefunden. Ernsthaft? Bei einem Händler habe ich ihn noch gefunden. Ansonsten findet man ihn auch in einem bekannten Auktionshaus online. Muss man immer aufpassen ein bisschen, glaube ich, ne? Oder? Ja, wenn man mit PayPal zahlt, dann dürfte es, nee, ich dürfte meine, es kein Problem sein. Originalität her, oder? Ah, es ist schwer, sowas nachzumachen, ja, ist auch wieder wahr. Der Preis ist nicht ganz... Er kam mit ca. 150 Euro auf den Markt im Mai und mittlerweile liegt er so bei zwischen 200 und 250 Euro muss man mittlerweile bezahlen. Also das ist wie bei unserem Loki-Tasting damals nichts für jeden Tag, aber wir machen ja auch ein Weihnachtsspezial. Vielleicht haben wir nachher noch etwas für den etwas schmaleren Geldbeutel. Gucken wir mal, wie lange wir uns wieder verquatschen. Ich erzähle uns derweil kurz über den Götterfunkenpaten etwas. Das ist diesmal der britische Komponist Samuel Coleridge Taylor. Er lebte von 1875 bis 1912 und ist vom Namen her nicht zu verwechseln mit Samuel Taylor Coleridge. Also Coleridge Taylor Samuel ist der Komponist und Samuel Taylor Coleridge war der gleichnamige oder eben umgestelltnamige Dichter Großbritanniens, der Mitbegründer der Romantik, einer der Lake Poets. Bekannt von ihm ist vielleicht noch Der alte Matrose bei uns in Deutschland, in einer Übersetzung von Freiligrath erhältlich. Zu ihm gleich etwas mehr, aber wir schnuppern mal ein bisschen daran und du erzählst uns vielleicht noch ein bisschen was wir hier im Glas eigentlich haben. Also ich konnte Andy Bell ein paar Informationen abgewinnen in dem Tasting und zwar sind hier drei verschiedene Fassarten miteinander vermählt worden,
Zum einen sollen hier Ex-Bourbon Barrels mit im Spiel sein, bei denen auch ein gehöriger Rauchanteil im Malz sein soll. 50 ppm sprach man von. Das ist auch eine Fassstärke. Das ist eine Fassstärke, ja. Da merkt man nämlich im Geruch doch schon Alkohol. 55,4 Volumenprozent Alkohol. Und er trägt keine Altersangabe, aber alle Whiskys, diese drei verschiedenen Fasstypen, sollen alle sehr alt sein. Wobei man jetzt hinzufügen muss, dass die Brennerei Arran erst seit 1995 brennt. Und die erste im 20. Jahrhundert wieder war, die auf Arran aufgemacht hat. Ne? Das stimmt, die erste legale. Die erste legale, Smugglers Edition. Und dann sind noch Whiskys aus ehemaligen Rumfässern mitvermehlt und First Fill Ex-Bourbon. Und da erwarte ich mir so eine Vanille, eine starke Vanille und auch viel Karamell von den First Fill Ex-Bourbon. Ich bin mal gespannt, aber wo du es gerade angesprochen hast, der Rauch ist deutlich in der Nase. Aber es ist jetzt kein übertriebener... Aber 50 ppm, das übersteigt ja noch den Wert von Laphroaig Artbeck Lagavulin. Ich finde, so krass habe ich jetzt, nicht. Es ist nicht so, dass man hier so ein... Ich habe ein bisschen Rauch, aber vielleicht auch aufgrund des hohen Alters ist der Rauch wieder ein bisschen zurückgegangen. Aber ich hätte jetzt so auf 10, 15 ppm hätte ich jetzt getippt. Es ist vor allen Dingen ein parfümierter, ein sehr angenehmer Rauch. Weißt du, was ich meine? Es ist mehr so Nadelholz statt Eiche verbrannte. Also es hat sowas leicht Parfümiertes. Und darunter kommt Vanille, ne? Ich finde, er hat eine sehr, sehr florale, zitrusartige. Stimmt, du hast zitrusartige Note auch. Und ja, Zitrusfrüchte sind. Und nach einer Zeit kommt dann auch da die Vanille und auch das Karamell durch. Aber ich habe sehr viel Zitrusfrüchte und einen grün unreifen Apfel. Und was Cremiges, so wie so ein Vanillepudding. Also Vanille habe ich deutlich. Das wird dann wahrscheinlich von... Nadelholzrauch habe ich deutlich. Von den First Fill Ex-Bourbon-Fässern kommen. Zitrusfrüchte sind auch da. Hast du völlig recht. Den Apfel habe ich noch nicht gefunden. Kann aber noch kommen. Ich gebe dir mal ein bisschen Zeit. Du hast uns heute die geschliffenen Nosing-Gläser wieder. Ja, es ist ja ein Fest, eine Festausgabe. Da dürfen wir mal an den Nobelgläsern schnuppern. Und Ihnen möchte ich derweil von Samuel Coleridge Taylor einen kleinen Auszug aus seinem Violinkonzert präsentieren. Das mal ein Beispiel für die Kompositionskunst von Samuel Coleridge Taylor, der übrigens als Sohn eines afrikanischen Einwanderers, Dr. Taylor, Doktor damals noch nicht, aus Sierra Leone und einer Britin entstand, sozusagen. Der Vater von ihm studierte in London Medizin und als er seinen Doktor hatte, verließ er die Frau und auch das Kind, wahrscheinlich noch vor der Geburt seines Kindes, eventuell sogar danach. Und jetzt stellt man sich vor, eine weiße Frau mit einem schwarzen Kind in der damaligen Zeit, das war nicht ganz so einfach. Dennoch heiratete sie später einen gewissen George Evans, einen Bahnarbeiter,
der sich des Kindes annahm und damit wirklich weit über die damaligen Verhältnisse sich vom Geist und von der Toleranz her Gott sei Dank erhob. Samuel Coleridge Taylors Talent wurde auch sehr früh erkannt. Mit 5 Jahren bekam er wohl seine erste Geige, wahrscheinlich von seinem Großvater. Das ist nicht ganz gesichert. Er hatte eine besonders schöne Singstimme, sang in Kirchenchören, später in anderen Chören. Und ein gewisser Colonel Walters erkannte als Chorleiter sein Talent und ermöglichte ihm dann ein weiterführendes Musik- und Violinstudium und später dann auch ein Kompositionsstudium bei Charles Willis Stanford. Und das ist insofern von besonderer Bedeutung, als dass Stanford einer der ganz Großen der damaligen Zeit war, als Kompositionslehrer, aber auch als Komponist. Und dieser Stanford bezeichnete den jungen Coleridge Taylor, der übrigens schon mit 8 Jahren so gut Violine spielte, dass er auftreten konnte. Er bezeichnete Coleridge Taylor als seinen talentiertesten Schüler überhaupt. Das ist insofern sehr bemerkenswert, als dass Stanford auch der Lehrer von John Ireland, von Gustav Holst und von Ralph Vaughan Williams war. Alles 3 Namen, die heute in der britischen Musik Größen sind. Und Coleridge Taylor kennt man kaum noch. Aber kommen wir zu unserem Whisky zurück, bevor ich zu viel... Der kaum noch nach Rauch riecht. Ich weiß nicht, wo die 50 ppm hier abgeblieben sind. Jetzt kommen aber die Zitronennoten, du hast recht. Ja, oh ja. Zitrus, unreife grüne Früchte und die Vanille kommt stärker und stärker, oder? Ja. Die grünen Früchte, die muss ich noch finden. Grüne aber Apfel. Zitrusfrüchte, Apfel, ja. Vielleicht muss ich mal ein Schlückchen nehmen, dann weiß ich das. Der hat natürlich durch die Stärke einen ordentlichen Antritt. Ja, allerdings. Das brezelt ganz schön, aber gleichzeitig eine enorme Süße. Ja, die Süße kommt jetzt durch und so eine Cremigkeit. Ja, das ist wirklich schon stark. Ich würde dem vielleicht ein bisschen einen Tropfen Wasser... Bin ich dabei. Bist du dabei, ne? Der ist schon heftig. Ja. Trotzdem schmeckt man jetzt mehr Aromen. Ich reiche uns mal das Kännchen rein. Ich habe auch eine Pipette, falls du... Im Abgang, finde ich, kommt dann mehr noch so Toffee und auch Karamell und die Vanille mehr durch. Und auch eine Frucht. Also Fruchtnoten, ja. Also aber vor allen Dingen bisher Orange. Die sind in der Nase stärker, finde ich, diese unreifen grünen Früchte, als im Geschmack. Ich will den mal ein bisschen öffnen und dann gucken, was er uns dann sagt. Speichelfluss hat eingesetzt. So, also da muss ich auch kurz noch Luft schnappen. Aus, ja, der hat schon was. Oh ja. Das bringt schon was in der Nase. Jetzt weiß ich, was du mit Apfel meinst. Jawohl. Ja, es öffnet da noch ein wenig. Gallia-Melone. In der Nase, auf jeden Fall. Was immer das auch ist. Gallia-Melone ist eine kleine, süße Melone. Also Zucker? Ja, sehr hohen Zuckergehalt. Die gelben meinst du dann? Ja, ist ähnlich wie eine Honigmelone, aber hat noch einen etwas anderen Geschmack dabei. Jetzt kommt noch mehr Süße durch und das erinnert mich an so ein Feld voll Blumen. Ja, du hast recht, die Süße ist jetzt noch prägnanter. Ein bisschen blumig und auch Kräuter kommen jetzt auch. Kräuter durch. Sind ein paar da drin, aber ich würde auch eher in Richtung Blüten tendieren als in Richtung Kräuter. Aber ganz minimaler Rauch, noch weniger als beim Bowmore beispielsweise. Und der hat ja auch nur 15 ppm, meine ich, 15 bis 20. Also das ist... Keine 50 ppm, definitiv finde ich die nicht. Ist schadet ihm aber nicht. Weil wenn es jetzt so ein extremes Rauchmonster wäre, würden diese feineren Aromen, diese Blüten, die du eben angesprochen hast, die in der Tat da sind. Ja, so ein ganz bisschen habe ich jetzt so einen kalten Aschenbecher, aber jetzt auch nicht unangenehm. Ja, aber kalten Aschenbecher. Ja, ähnlich. Du willst ja nur wieder eine Zigarre haben. Ich lass das mal so stehen mit dem kalten Aschenbecher, das ist ja übel. Und gib dem noch ein bisschen Zeit zum Atmen. Ich glaube, dass der Luft braucht, dass der sich noch weiterentwickeln wird. Und möchte Ihnen noch mal von Coleridge Taylor etwas weiteres aus dem Violinkonzert vorspielen. Diese
CD hat mir der Verlag Lyrita erlaubt zu nutzen, da Auszüge rauszuspielen. Es gibt mittlerweile einige Einspielungen des Violinkonzertes. Hier drauf ist noch die Legende und die Romanze von ihm, auch für Violine und Orchester zu hören. Aber das Violinkonzert hat es mir in Sonderheit angetan, vor allen Dingen auch wegen der hervorragenden Interpretin. Lorraine McAslin heißt sie hier. Wir haben das London Philharmonic Orchestra. Und Braithwaite heißt der Dirigent. Und das Orchester macht seine Arbeit, wie zu erwarten, vom London Philharmonic tadellos. Zur Virtuosin möchte ich gleich noch etwas sagen. Die gefällt mir auch ausgesprochen gut. Was sicherlich nicht jedem so gehen wird, wenn man heute moderne Star-Virtuosen gewohnt ist. Zu unserem Whisky. Der hat geöffnet jetzt nochmal. Der hat nochmal ordentlich gewonnen. Auch durch das Wasser und auch durch den Sauerstoff, den er bekommen hat, kommt jetzt, also geht der Rauch zurück, noch weiter zurück. Der kalte Aschenbecher ist gar nicht mehr da. Und er hat jetzt deutliche Karamellnoten und noch mehr Vanille und Süße. Das ist schon fast Vanillepudding. Creme Brûlée Richtung. Ja, Creme Brûlée. Du sprachst vorhin von dieser Cremigkeit auch. Und dies karamellisierte auf dem Pudding, richtig, ja, Creme Brûlée. Also der hat sich toll entwickelt über die Zeit und ich glaube, dass der Tropfen Wasser tat ihm sehr gut. Ja. Erzähl uns doch noch mal ein bisschen was, warum Smugglers Edition? Also Smugglers, natürlich von Schmuggler ins Deutsche übersetzt. Und zwar ist das eine Hommage an die Zeit im Anfang des 19. Jahrhunderts, als es auf der Insel Arran, also das ist, da gab es ca. 50 illegale Brennereien, kleine Hinterhofbrennereien auch. Und 1825 eröffnete dann die sogenannte Lack Distillery, die aber schon 12 Jahre später wieder geschlossen hat. Und das war die einzige legale Brennerei auf der Insel. Alle anderen haben ihren Whisky über den Fluss Clyde, kommt auch von dem Firth of Clyde, das ist quasi die Meerenge zwischen Arran und dem Festland, haben dann die Menschen dort den Whisky über den Clyde in Richtung Glasgow geschmuggelt. Und da mussten sich natürlich immer mal wieder sehr außergewöhnliche Verstecke suchen, wie zum Beispiel hier in einem Buch ausgeschnitten und den Whisky wunderbar darin versteckt. Und das ist dann quasi die Hommage an diese Schmuggelei, dieses auch so, kannst du vielleicht nochmal aufklappen. Ist also auch wirklich so, wenn sie den noch so bekommen und so kaufen, dann kriegen sie dieses Buch mit, was tatsächlich auch schön eine Titelseite hat, wo dann die Eigenschaften, glaube ich, von Arran, von dem Whisky, glaube ich. Ja, steht auch nochmal viel, ja, vieles drin. Und die Flasche auch im Design, natürlich auch an die alte Zeit, auch angelehnt vom vorne vom Label, vom Etikett, die Form und auch das Schwarze, diese sehr dunkle Flasche, ist ein Hingucker und den kann man sich, der ist für Sammler und für Genießer gleichermaßen geeignet, den kann man sich hinstellen. Sollten Sie nicht das Glück haben oder nicht das Geld ausgeben wollen, immerhin über 200 Euro, das ist schon eine Hausnummer, um sozusagen an diesen Whisky-Genuss zu kommen, dann erlaube ich mir hier den Tipp, irgendwann nächsten Jahres, wahrscheinlich Ende nächsten Jahres, wird David bei Whisky & Art diese Flasche öffnen
Und Sie können an dieser Verkostung teilnehmen, rechtzeitig auf seine Homepage oder Facebook-Seite Whisky and Art gucken oder auf seinem YouTube-Kanal, da wird das mit Sicherheit auch angekündigt und wir werden sicherlich auch nochmal eine Ankündigung machen. Dann haben Sie die Möglichkeit, den auch mal zu probieren. Ich will dem noch ein bisschen Zeit geben, denn ich glaube, da kommt noch was. Da ist jetzt wirklich schöne Melone bei, da ist Birne bei. Und was auch meinst noch du mit dem Apfel vorhin? Kleines Wort zu der Brennerei an sich. Ja, die ist ja sehr jung, eine der jüngsten überhaupt existierenden Brennereien jetzt in Schottland. 1995, im Juni 1995 floss der erste New Make erst aus dem Safe, aus dem sogenannten Spirit Safe in die Fässer. Oder wurde da. Und es gibt eigentlich erst 20,5 Jahre alte Whiskys dort. Klar, 95 gegründet. Wo ja. soll das herkommen? Genau. Ich glaube, von der Queen eröffnet, hattest du genau, 1997 im August wurde dann von der Queen höchstpersönlich das Besucherzentrum, was übrigens sehr gut ist, wurde höchstpersönlich eröffnet. Und leider aber auch eine traurige Nachricht, der Gründer namens Harold J. Currie, der die Brennerei, der sich damals damit einen Lebenstraum erfüllt hat und 1991 mit dem Bau begann, ist leider Gottes im März diesen Jahres im Alter von 92 Jahren verstorben. Er war ein sehr berühmter Masterblender, wurde auch sehr hoch geschätzt und kam eigentlich von Seagram's, von einem sehr großen Spirituosenkonzern und hatte sich dann diesen Traum einst erfüllt und die Brennerei eröffnet. Die einzige Brennerei auf der Insel Arran. Wenn du den Whisky jetzt bewerten wolltest, Raffinesse? Ich finde ihn sehr, sehr komplex und man braucht viel Zeit. Ich habe ihn ja schon einmal in dem Masterclass-Tasting verkosten dürfen. Da fand ich ihn noch blumiger, noch fruchtiger. Heute finde ich ihn etwas cremiger. Also den sollte man an mehreren Tagen dann. Da kann man ist es auch eine Temperaturfrage? Auf der Messe ist ja meistens recht warm. Ja, mir ist jetzt auch warm. Gut. Also er hat sich ein wenig verändert, aber es hängt auch von der Tagesform ab. Man kann das ja so nie genau sagen. Mhm. Kommt darauf an, was man vorher gegessen hat und wie man sich fühlt. Also er gefällt mir außerordentlich gut. Also ich würde auch sagen, er hat eine exzellente Nase, die sich wirklich sehr schön entwickelt. Am Anfang hat man den starken Alkohol, man hat diesen dafür recht zarten, parfümierten Rauch. Auf der Zunge ordentlicher Antritt, dann am besten ein bisschen nachwirken lassen, bis das Brezeln weg ist. Dann kommen diese Orangen- und Zitrusfrüchte, Vanille ist dann da. Dann ein bisschen mit Wasser öffnen, nochmal ruhen lassen, also erstmal wieder schnuppern. Dann kommt nämlich ein bisschen Melone, Apfel hattest du die gesagt. Die Melone, tatsächlich. Mhm. Ich habe dann später Birne dann noch gehabt, also dann nochmal Zeit geben und warten lassen. Ich werde mir jetzt gleich den letzten Schluck zu Gemüte führen. Aber ich denke, da nicht jeder jetzt auch zu Weihnachten so viel ausgeben will, fragen wir gleich nach dem nächsten Coleridge-Taylor-Beispiel mal den Weihnachtsmann, ob er nicht noch was anderes von Arran für uns hat, was man auch gut zu Weihnachten, was immer noch eine hohe Qualität hat, aber vielleicht nicht ganz so hochpreisig ist. Genau. Also, so machen wir es. Gute Idee. Bis gleich. Zur Virtuosin dieser Aufnahme. Sie heißt Lorraine McEslin und ich hatte es vorhin gesagt, wenn Sie Freund von Geigenmusik sind und auch klassische Musik oder romantische Violinkonzerte häufiger hören und die aktuellen Stars der Szene hören, werden Sie ein ganz anderes Klangerlebnis haben und eine andere Klangerwartung haben. Denn diese Leute trimmen ihren Klang meist auf Brillanz, auf extreme Klarheit und schrauben dann auch schon mal gerne an der Tonhöhe
Und Meg Eslin macht genau das Gegenteil. Die steht in einem positiven Sinne in einem konservativen Musizierstil zu der Musik Coleridge Taylors, die das auch gut vertragen kann. Denn das ist eine sehr melodiöse, eine sehr, ja, man kann sagen, schon eine Welle an Gefühlen und Emotionen, die da aufschwappt, was bei Vorbildern Dvorak und auch Mendelssohn nicht unüblich sein dürfte. Wenn Sie weitere Werke von Coleridge Taylor interessieren, sei Ihnen natürlich die berühmte Hiawatha-Kantate empfohlen. Wie gesagt, nach dem Epos von Longfellow komponiert, das schon Dvorak zum berühmten zweiten Satz seiner New World Symphony, der Symphonie Nummer 9 aus der Neuen Welt, inspiriert hatte. Er hat sich sehr stark von diesem Epos Hiawatha über den Irokesen-Indianer, der die Stämme vereinigt hat und Frieden gebracht hatte, sehr stark von dieser Figur inspirieren lassen. So stark, dass als er später übrigens eine seiner Studentinnen heiratete, den Sohn, den er bekam, Hiawatha nannte. Die Tochter übrigens Gwendolyn, das fand sie nicht so toll. Sie nannte sich später selber Avril. Aus beiden sind berühmte, oder zumindest bekannte oder gute Musiker geworden. Aber wir wollten noch was für den etwas kleineren Geldbeutel haben. Da sollten wir noch mal unsere Weihnachtsfrau haben. Fragen, ob sie uns nicht noch was reinreichen kann für ein Weihnachtsdessert, auch von Aaron. Danke sehr. Da ist sie schon in edlem Rot mit schmuckem Blau. Ja, nicht nur für den kleineren Geldbeutel, auch für die bessere Verfügbarkeit, weil dieser Whisky ist jetzt im Standardportfolio aufgenommen worden von Aaron und der ist jetzt dauerhaft verfügbar und den bekommt man zwischen 75 und 95 Euro in vielen Online-Shops und gut sortierten Fachhändlern. Und wie ich dich kenne, hast du davon auch Proben dir mitbringen lassen. Da fragen wir doch mal die Weihnachtsfrau. Ja, genau. Da habe ich natürlich auch eine kleine Probe. Du öffnest ja lieber gerne dann in deinen Tastings. Ja, und zu diesem Whisky kann ich kurz sagen, dass 70% Bourbon-Fassanteil drin mit vermehlt sind und 30% Ex-Sherry-Fässer. Und natürlich das hohe Alter, 18 Jahre. 46 Volumenprozent. Ja, aber fruchtig in der Nase, mein lieber Mann. Und so wie bei Aaron üblich, nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert, keiner dieser Whiskys. Ja, das setzt sich Gott sei Dank immer mehr durch. Ja, der hat, ich finde sogar noch eine stärkere Vanille als der erste. Vanille, oder? Apfel. Aber die Vanille ist hier ganz dominant. Und auch dieser Apfel und auch die Zitrusnoten, die aber auch typisch sind für die Brennerei Aaron. Die haben einen sehr, diese Note haben sie eigentlich in fast all ihren Whiskys. Der kommt nicht in Fassstärke, der ist 46? 46 Volumenprozent. Eignet sich doch auch hervorragend für einen Weihnachtswhisky. Wunderbar und liegt preislich so um die 75 bis 95 Euro. Hast du schon gesagt? Ich höre dir oft nicht zu. Aber was mich interessieren würde, wie viele Aaron Whiskys finde ich denn in deinen Büchern hinter dir versteckt? Wenn ich jetzt die Bücher... Wenn du jetzt die Bücher aufklappst. Wenn ich sie alle aufklappen würde. Ja. Vielleicht auch Zigarren versteckt. Zigarren vielleicht, ein paar geagte. Wir haben es ja heutzutage nicht mehr nötig, die Sachen zu verstecken. Also der Knabe gefällt mir sehr gut. Schön. Sowohl in der Nase. Deswegen habe ich beide mitgebracht. Ich hatte ihn noch nicht probiert. Ich kenne ihn nicht. Den Smugglers kannte ich auch nicht. Nee, sie waren beide im Masterclass-Tasting und sie hatten mich von den 5 Whiskys, die dort verkostet wurden, stachen die beiden also schon deutlich heraus. Und deswegen habe ich mich für diese beiden entschieden. Das wären auch aber Sachen, die der hat wirklich eine Vanille, die ist ja... Damit würde ich mir selbst eine Freude machen. Das wenn ich ist fast, als wenn du an einer aufgekratzten Schote riechst. Das ist ganz toll, ne? Intensive Vanille. Also ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, kann man sagen, zu dem 18-Jährigen? Ja, also vom ersten Schluck, ich will ihm noch ein bisschen Zeit geben. Auch kein Rauch, nichts, ne, oder? Ich habe ja aber auch ein bisschen was an Mango, an Ananas. Ananas ist sehr... Tropische Früchte? Ja, wäre ja. Ananas ist eine tropische Frucht. Ja, deutlich. Ananas tatsächlich, deutlich zu spüren. Also der macht auch Spaß. Und er ist vielleicht nicht so komplex, weiß ich aber gar nicht mehr. Aber er ist anders, aber sie ähneln sich auch im Grundcharakter. Ja, also wenn... Ich denke, was hier
Was hier den Unterschied macht, ist das Rumpfass und auch der Rauch, den dieser Whisky gar nicht hat. Aber die Bourbonfässer, das ist sehr ähnlich. Deswegen kommt hier auch sofort die volle Frucht, die volle Vanille durch, weil Rauch ist, wenn überhaupt, nur ganz unterschwellig. Also ich spüre ihn kaum. Ich habe noch eine ganz kleine schöne Anekdote zu Aaron. Man sieht auf dem Etikett immer diese Adler. Moment, ich meine, da kannst du das einmal zeigen. Da fliegen zwei Adler. Das sieht man auf den Tubes sehr oft. Und zwar hat damals der Eigentümer Harold J. Curie, von dem ich eben berichtet habe, der hat den Bau sogar um ein Jahr verzögert, nur weil Adler dort auf dem Rohbau der Brennerei damals ihr Nest hatten und waren am Brüten. Und dadurch hat er nicht weitergebaut und hat die Adler erstmal in Ruhe brüten lassen. Muss man ein nobles Ansinnen hoch anrechnen. Das nur nebenbei erwähnt. Also ich würde sagen, um das Video nicht noch mehr in die Länge zu ziehen, eine kurze, knappe Bewertung, die ihm vielleicht nicht ganz gerecht wird von den ersten Schlücken. Die aber nicht schlecht ausfällt. Die nicht schlecht ausfällt, im Gegenteil, die fällt jetzt gut aus. Ich hoffe nicht zu gut. Also es ist es sind Röstaromen von der angetoasteten Eiche da. Es ist Toastbrot da, es ist tropische Frucht da. Und das ist schon sehr viel, was der hier bietet. Und diese Vanille ist unglaublich. Also wer vanillelastige Whiskys mag, der ist bei dem Knaben hier gut aufgehoben. Für einen 18-Jährigen ist das Preis-Leistungs-Verhältnis schon doll. Das muss man sagen. Gibt günstigere, aber dann... Hierbei sind wir natürlich wegen der Aufmachung und wegen der starken... Stark limitiert auch. Auf wie viel? 8.700 Flaschen. Ja. Das ist auch so ein Sammler. Das lässt man sich natürlich bezahlen und dadurch sozusagen schraubt sich der Preis wahrscheinlich sogar noch weiter in die Höhe, wenn du den mal noch ein, zwei Jahre liegen lässt und den nicht im Tasting verkaufst, dann kannst du teurer. Wobei der Vorgänger von dem 18-Jährigen war auch limitiert auf 9.000 Flaschen, aber das war eine weiße Tube und ein weißes Etikett und der hatte nur Sherry-Fass-Anteil. Und der mit dem blauen Etikett, der geht jetzt in Serie und der gehört zum Standardportfolio von Aaron. Also, wie gesagt, zwei schöne Weihnachtsmöglichkeiten, unterschiedliche Preiskategorien. Und in diesem weihnachtlichen Sinne wünschen wir beide Ihnen eine sehr friedliche und schöne Adventszeit, egal welchen Glaubens oder welcher Weltanschauung Sie sind. Genießen Sie einfach die Tage, genießen Sie die Feiertage mit einem guten Dram. Aaron. Vielleicht von mir aus auch ein Aaron. Es gibt auch noch andere, aber vielleicht von den beiden, die wir vorgeschlagen haben. Sollten Sie sie kennen, sollten Sie sie selber verkostet haben, schreiben Sie wie immer in die Kommentare. Uns interessiert natürlich auch, was Sie rausgeschmeckt haben, immer wieder. Wir bemühen uns immer sehr darum, auf alle Kommentare irgendwie einzugehen, die positive Kritik enthalten. Und wir freuen uns auch sehr über alle Ihre Rückmeldungen. Vielen Dank auch an die Weihnachtsfrau. Vielen Dank an die Weihnachtsfrau, die jetzt neben der Kamerafrau sitzt, die einen wunderbaren Service gebracht hatte. Und dafür einen Aaron genießen darf. Und dafür jetzt einen Aaron genießen darf. Du bist sehr großzügig heute, David. Das ist unglaublich. In diesem Sinne schließe ich mit meinem üblichen Satz nicht ganz, was man über eine Zigarre, sondern bei allem, was man über einen Whisky sagen kann. Denken Sie am Ende immer daran, manchmal ist ein Whisky auch einfach nur ein Whisky, selbst wenn er einer Limited Edition geschmuggelt daherkommt. Frohe Festtage.